Ich bin Mario. Ich bin 32 und Gärtner. Ich arbeite 38 Stunden die Woche, aber auf Urlaub fahren kann ich nicht, denn ich bekomme im Schritt nur 40 Euro Taschengeld. Ich brauche ein richtiges Gehalt. Ich will sozial- und pensionsversichert sein, weil momentan bin ich bei den Eltern mitversichert, als wäre ich ein Kind. Weißt du warum? Ich habe eine Lernschwäche. Für mich gibt es keinen Kollektivvertrag. Ich bin nicht als Gärtner bei einer Gärtnerei angestellt, sondern in einer Werkstatt. Dafür gibt's vom Staat nur ein Taschengeld, denn ich gelte als arbeitsunfähig. Doch jeder Mensch hat seine Stärken, jeder Mensch muss arbeiten und Geld verdienen dürfen, egal wie viel Unterstützung er braucht. Ich brauche Unterstützung, um ins Gartencenter zu fahren. Und manchmal brauche ich jemanden, der mir beim Lesen schwieriger Texte hilft. Andere brauchen zum Beispiel Unterstützung beim Trinken oder wieder andere sitzen am ganzen Körper gelähmt und arbeiten daher mit Hilfe eines Sprachcomputers im Büro. Damit ich Unterstützung und Geld bekomme, muss ich mich aber immer wieder begutachten lassen. Und Geld bekomme ich auch noch von verschiedenen Stellen. Alle Amtswege sind super kompliziert. Das ist doch nicht fair, oder? Darum hat die Lebenshilfe das Zwei-Säulen-Modell entwickelt. So kann ich arbeiten und mein eigenes Geld verdienen. Wie es geht, erzählt euch nun die Lebenshilfe. Die erste Säule steht für Gehalt, das Menschen wie Mario bekommen sollen. Diese Säule sichert seine Existenz. Davon bezahlt Mario seine Wohnung, seine Kleidung und sein Essen und seinen Urlaub. Und mit diesem eigenen Geld kann sich Mario auch die Zähne richten lassen. Die zweite Säule steht für die Unterstützung, die Menschen wie Mario brauchen. Jeder Mensch bekommt Geld für die Unterstützung, die er oder sie braucht. Davon bezahlt Mario eine persönliche Assistenz, um ins Gartencenter zu fahren. Und jemanden, der ihm beim Lesen hilft, um voll am Leben teilhaben zu können. Besonders wichtig ist der Zugang zu einem inklusiven und durchlässigen Arbeitsmarkt. Das bedeutet, dass Mario wechseln kann zwischen einem Arbeitsplatz im freien Markt und einem Arbeitsplatz in einer Tagesstätte, je nach Marios momentanen Fähigkeiten. Menschen mit Behinderungen müssen sozial versichert sein. Der Kollektivvertrag muss gelten. Das Arbeitsrecht muss wie überall voll zur Anwendung kommen. Dann hat Mario wie alle ein Anrecht auf berufliche Beratung und Bildungsangebote. Zum Beispiel, wenn er eine Weiterbildung als Landschaftsgärtner machen will. So gehen auch seine Pensionsansprüche nicht mehr verloren. Damit jeder einen Beruf haben kann, brauchen manche Unterstützung. Wie viel Unterstützung ein Mensch braucht, wird ganz individuell erhoben. Die Stärken stehen im Vordergrund. Marios Ressourcen und Fähigkeiten, nicht Defizite. Eine einzige Stelle soll für die Beurteilung der Fähigkeiten zuständig sein, damit Mario sich nicht ständig von vielen verschiedenen Stellen begutachten lassen muss. Jeder Mensch hat das Recht auf einen Arbeitsplatz, der angemessen bezahlt ist und den man sich selbst aussuchen kann. Für Unternehmen soll es einen Lohnkostenzuschuss geben. Der bemisst sich nach dem Unterstützungsbedarf. Das soll für ganz Österreich einheitlich gelten. Bezahlt wird das aus einem Inklusionsfonds. Ist es einem Menschen einmal nicht möglich zu arbeiten, dann fängt einen die Grundsicherung auf. Nur so wird eine selbstbestimmte Lebensführung möglich und die Abhängigkeit von Sozial- und Unterhaltsleistungen beseitigt. So soll es fair werden. Eigentlich ganz einfach, oder? Mit eigenem Lohn entscheide ich selbst.
wohin ich auf Urlaub fahre, ohne meine Eltern um Geld zu bitten. Ich muss jetzt weiterarbeiten, das Beet gräbt sich nicht von alleine um. Aber unter uns, findest du nicht alles auch total unfair? Politik und Wirtschaft müssen verstehen, warum es einen inklusiven Arbeitsmarkt braucht. Es ist ganz einfach, Menschen mit Behinderung anzustellen. Schaffen wir gemeinsam einen inklusiven Arbeitsmarkt für alle.